Was für ein Teufel bist du? Und woher wusstest du, dass ich am 12. Januar vor 19 Jahren ein Baby geboren habe? Denkst du, ich vergesse meinen Geburtstag? Sieh gut hin, hier steht deine Tochter, Mutter. So ein Unsinn. Du bist ja wahnsinnig. Ich gehe jetzt, ich kann das nicht mehr ertragen. Nein, dafür ist es zu spät. Du bist schon einmal von mir davongelaufen. Du hast mich an diesen Prediger verkauft damals. Und du dachtest wohl, du wärst nicht los. Aber du hast dich getäuscht, Gina. Dein Baby ist wieder aufgetaucht. Und du wirst dir jedes Wort anhören, das es zu sagen hat. Du lügst. Was ist mit dir? Rührt sich jetzt doch dein Gewissen? Begreifst du nun langsam, was es heißt, das eigene Kind zu verkaufen? Oder willst du immer noch alles leugnen und abstreiten? Wie kannst du sowas behaupten? Ich liebte mein Baby. Dass ich es verkauft habe, ist eine gemeine Unterstellung. Mein Baby ist tot. Lionel? Lionel? Hallo? Bei Lockridge? Hier ist C.C. Kepler. Ist Lionel zu sprechen? Mr. Lockridge ist leider nicht im Haus. Kann ich etwas bestellen? Ja, Sie können ihm etwas bestellen. Wenn er diesen Bulldozer und den Traktor und diese ganzen anderen Maschinen nicht so schnell wie möglich wieder zurückpfeift, dann wird er sich wundern, wozu ich fähig bin. Ja, ich werde es ihm auch sagen. Sehr nett von Ihnen. Falls Sie das neue Dienstmädchen sind, würde ich mein Gehalt im Voraus verlangen. Sicher ist sicher. Ich danke Ihnen für diesen Tipp, Sir. Auf Wiedersehen, Mr. Capwell. Mutter, da sind wir wieder. Lionel und ich waren noch ein wenig im Garten spazieren. Ja, wir sollten sicher sein, dass sich niemand an unseren Maschinen zu schaffen macht. Hören Sie, Lionel, Mr. Capwell hat eben angerufen und sich beschwert. Ja, ich hatte den Eindruck, er kann sehr ungemütlich werden. Nun, wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich mir auch Sorgen machen, weil unsere Grabungen weitergehen. Wir werden nicht an seinem Zorn Halt machen. Und vielleicht ist es besser, wenn ich jetzt zu ihm gehe und ihm persönlich sage, dass er keine Chance hat, uns aufzuhalten. Willst du dabei sein? Oh ja, möglicherweise wird es ihn ja doch beeindrucken, dass wir jetzt auch den Staat auf unserer Seite haben. Das wird ihm egal sein. Du weißt ja nicht, wie stur C.C. ist. Caroline hat vielleicht Lust, mit uns mitzukommen. Aber sie hat doch gar nichts zu tun damit. Ich finde, Jane hat recht. Geht ihr zwei ruhig alleine. Nach unserem Telefongespräch zu urteilen, scheint C.C. kein sehr netter Zeitgenosse zu sein. Ja, ein sehr netter Zeitgenosse ist C.C. nun wirklich nicht. Aber auch er wird sich mit dem Unvermeidlichen abfinden. Caroline, machen Sie sich bequem und seien Sie froh, dass Sie C.C. noch nicht getroffen haben. Als du weg warst, Cruz, da habe ich mit Keith geredet. Was? Ja. Das hättest du wirklich nicht tun sollen. Was ist passiert? Wie hat er reagiert? Ich habe ihm eine Geschichte erzählt, ganz so wie Eden es wollte. Ein kleines Märchen. Und was für ein Märchen? Ich erzählte ihm, dass die Ohrringe mir gehörten und dass sie ein Geschenk von dir waren. Und ich sagte ihm auch, dass Katie und ich einen Streit hatten. Dass ich mich sehr unfair ihr gegenüber an diesem Tag verhalten habe. Aber ich verschwieg ihm, dass der Streit zwischen mir und Katie am Strand stattgefunden hatte. Ich sagte ihm nur, dass Katie mir die Ohrringe abgerissen hat und damit verschwand. Ich weiß, dass du von mir enttäuscht bist. Aber ich habe genau das erreicht, was ich erreichen wollte. Erstens habe ich Keith eine Geschichte erzählt, die er geschluckt hat. Und zweitens habe ich dich rausgehalten. Denkst du, er hat dir deine Geschichte abgekauft, Tori? Ja, das hat er. Er hat mir geglaubt, weshalb wir uns damals am Strand getroffen haben. Und weißt du was? Wenn er glaubt, was ich sagte, dann wird er dich jetzt in Ruhe lassen. Und was wird Eden davon halten? Sie wird froh sein, dass ich ihn belogen habe. Weil sie weiß, dass wir jetzt keinen Grund mehr haben, uns ständig zu treffen. Und ich dadurch keine Bedrohung mehr für euch beide bin. Ja, wenn es das Verhältnis noch gibt. Natürlich, Bruce. Das weißt du genauso gut wie ich. Eden liebt dich und du liebst sie. Sicher bin ich mir dann nicht. Willst du damit etwa sagen, dass es zwischen euch aus ist? Egoistisch, du bist nicht. Nein, das hat alles nichts mit Liebe zu tun. Ich liebe dich, Cruz. Ich liebe dich wirklich. Sie hätten zurückrufen können, Lionel. Ein persönlicher Besuch ist wirklich nicht nötig. Das sehe ich anders.
Ich frage Sie jetzt zum letzten Mal, sind Sie freiwillig dazu bereit, mit uns zusammenzuarbeiten oder nicht? Wenn Sie diese Maschinen da draußen bis heute Abend nicht abgezogen haben, werde ich Sie persönlich in Brand stecken. Ach, so ist es also. Ich hatte gehofft, Sie hätten begriffen, wie die Situation ist, aber Sie scheinen wild entschlossen zu sein, an Ihrer starren Haltung festzuhalten. Glauben Sie wirklich, dass ich so schnell nachgeben werde? Julia hat eine Verfügung gegen Sie erwirkt. Aber es wäre besser, wenn Sie schon vorher einlenken würden. Hören Sie mal zu, wir scheinen uns nicht ganz zu verstehen, Lionel. Ich wohne zufällig in diesem Haus. Und Sie verlangen ernsthaft meine Einwilligung, es abzureißen? Mr. Capwell, Sie begreifen offenbar nicht die ungeheure Bedeutung dieses Fundes. Vielleicht sollten Sie endlich begreifen, dass mich Ihr Reptil nicht interessiert und dass dieser Mann ein Spinner ist. Haben Sie wohl auch noch nicht bemerkt. Lassen Sie doch Jane erst einmal aussprechen. Bitte, Jane. Viele bedeutende Universitäten sagten uns bereits ihre Unterstützung zu. Sie haben uns alle gebeten, mit den Ausgrabungen fortzufahren. Wunderbar. Wieso gehen wir nicht zur Fundstelle und dort erklären wir Ihnen die Bedeutung dieser Entdeckung? Sie kennen meine Antwort, Lionel. Auf Wiedersehen. Vielleicht überlegen Sie es sich noch. Falls Sie sich für Fossilien interessieren, können wir auch in meinem Büro graben. Nach Schuldscheinen, die Sie vor langer Zeit unterschrieben haben. Was halten Sie denn davon, Lionel? Wie konnte sich Sophia bloß mit Ihnen einlassen? Sie hat mit der Sache nichts zu tun. Ist es wirklich wahr, dass Ihre Trauung abgesagt worden ist? Mischen Sie sich da nicht ein! Ach, wirklich? Hören Sie mir gut zu, mein Freund. Ich verstehe ja, dass Sie möchten, dass ich mich nicht einmischen soll. Aber wenn Sie Sophia etwas antun, dann werde ich mich einmischen. Ist das klar? Ein Geburtstagsgeschenk. Mason, was ist denn jetzt in Sie gefahren? Woher... Wussten Sie denn, dass ich heute Geburtstag habe? Dienstgeheimnis, meine Liebe. Staatsanwälte sind allwissend. Jedenfalls tun Sie gern so. Na los, öffnen Sie's. Ja. Santa Barbara hat allen Grund, ruhig zu schlafen, seitdem Sie hier die Gerechtigkeit vertreten, Mason. Nun, mal sehen, was wir hier haben. Hören Sie, ich will Ihnen ja gar nicht verschweigen, dass ich in Ihre Akte geschnüffelt habe, Julia. Sie meinen, Sie wissen, wie alt ich bin? Ja, Ihre Akte war hochinteressant für mich, persönlich und beruflich. Und wenn Sie es genau wissen wollen, ich habe ein Angebot. Schon wieder? So ist es. Und ich hoffe, Sie freuen sich über dieses kleine Präsent von mir. Stellvertretende Bezirksstaatsanwältin. Ich sagte Ihnen doch, ich will nicht. Hören Sie das, Julia? Vater Staat klopft an. Er will, dass Sie in seine Reihen treten und in Zukunft für ihn als Staatsanwältin tätig werden. Was meinen Sie? Vielleicht trage ich es als Brosche. Wenn Sie zusagen würden, könnten Sie in unserer Behörde Ihr Glück machen. Das klingt ein wenig zu verlockend. Sie können sich mit Ihrer Antwort Zeit lassen, Julia. Überschlafen Sie es. Ich bin allerdings ganz sicher, dass Ihre Antwort positiv ausfallen wird. Alles Gute zum Geburtstag. Du kannst mich nicht einmal ansehen. Woher weißt du Bescheid? Wer hat es dir verraten? War es Mason? Mein Baby ist tot! Ich bin nicht tot, Gina. Es tut mir leid, aber ich lebe noch. Vielleicht war es auch Sissi. Dieser Mann schreckt vor nichts zurück. Willst du wissen, was das für Leute waren? Die Menschen, an die du mich verkauft hast? Nein, will ich nicht. Ich werde dir von meiner Mutter erzählen. Meine Mutter hat mich nie geschlagen. Kein einziges Mal. Um genau zu sein, sie hat mich kaum berührt. Sie ist niemals zärtlich zu mir gewesen. Sie hat mich nie in die Arme genommen und sie hat kaum mit mir gesprochen. Aber sie war ein Engel im Vergleich zu meinem Vater. Hat er dich bezahlt? Ach. Nein, wahrscheinlich war sie es. Denn sie hat es mir berichtet. Dir was berichtet? Als ich 7 Jahre alt war, fing ich eines Nachts an zu weinen. Verstehst du? Ich hatte einfach keine Lust mehr, bei den Wunderheilungen meines Vaters mitzuspielen. Und als ich nicht aufhörte zu weinen... Da hat sie es mir gesagt. Sie kam zurück und sagte mir, du hast uns $500 gekostet und jetzt wirst du dafür arbeiten, hörst du? Lilly, das ist eine furchtbare Geschichte, aber du bist nicht meine Tochter. Jetzt weißt du, an wen du mich verschachert hast. An einen geldgierigen Vater und eine hartherzige Mutter. Sie haben mich einfach benutzt als Lockvogel. Ihrer Wunderheilungen. Wir mussten alle ein Gebet sprechen. Ich stand auf der Bühne. Ich war todunglücklich. Und ich...
Und ich betete, dass meine wahre Mutter eines Tages kommt, um mich von diesem Albtraum zu befreien. Aber das war eine sinnlose und vergebliche Hoffnung. Als ich dann erfuhr, wo du lebst, wusste ich, was ich zu tun hatte. Dich zu stellen und mit dem Verbrechen, das du an mir begangen hast, zu konfrontieren. Du hast dein eigenes Kind verkauft. Ist dir eigentlich klar, was das bedeutet? Oh, ich hasste meine beiden Eltern. Aber wenn ich noch viel mehr hasse, das bist du. Lilly, ich fürchte, du glaubst wirklich an das, was du sagst, aber... Mein Baby ist tot. Ich weiß nicht, wer dir diese Geschichte erzählt hat, aber sie stimmt nicht. Du brauchst ärztliche Hilfe, die dich von dieser Wahnidee befreit. Richtig, dass ich bei dem, was du mir angetan hast, nicht im Irrenhaus gelandet bin, ist ein Wunder. Ein echtes Wunder. Ich konnte das nur durchstehen, weil ich genauso stark bin wie du. Und jetzt wirst du mir Rechenschaft ablegen, Mom. Du bist nicht meine Tochter. Meine Tochter ist tot. Na gut, Gina, dann spielen wir dein Spiel. Seit wann ist sie tot? Das geht nur mich was an. Woran ist sie gestorben? Hör auf damit, Lilly. Dein Arzt anwesend. Na, red schon endlich, Gina. Hör endlich auf und lass mich in Ruhe. Und wo wurde dein Baby begraben? Sag doch. Hexe. So schwachsinnig. So überflüssig. Denn nie etwas gesagt über deinen Unfall. Wieso sollte ich es nicht erfahren? Du hättest mir wenigstens einen Brief schreiben können. Wusstest du denn nicht, wie schrecklich es auch für mich gewesen ist, als wir uns damals getrennt haben? Cruz, ich hätte dich niemals verlassen, wenn ich nur gewusst hätte, wie viel ich dir damals bedeutet habe. Ambulanz 66, wir haben die Unfallstelle erreicht. Fahren Sie anschließend zu. Alles in Ordnung, Lady? Ich weiß nicht. Sie sind verletzt. Sie haben eine Platzwunde. Sie werden doch nicht die Polizei rufen, oder? Ich fürchte, das müssen wir, aber als erstes bringen wir Sie ins Krankenhaus. Wieso sind Sie eigentlich gegen den Zaun gefahren? Es gab ja schon mal einen schlimmen Unfall. Komm schon, Eden, bitte geh ran. Wir sind zurzeit nicht anwesend. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen wollen, sprechen Sie nach dem Pfeifton. Nun, Tori, am besten, ich verschwinde jetzt. Viel Glück und schönen Dank. Wofür? Du wolltest mir doch helfen, mit dem Tod von Katie klarzukommen. Und das hast du getan. Dafür wollte ich dir danken. Weißt du, Tori, vielleicht habe ich das doch ein wenig anders gemeint. Na gut. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr vor, abzureisen. Soll das heißen, dass du hier bleibst? Ja, Santa Barbara zu verlassen war das Dümmste, das ich je gemacht habe. Das ist mir jetzt klar. Es war ein Fehler. Du hattest doch in Los Angeles deinen Durchbruch als Star, oder? Und das ist der amerikanische Traum. Ja, Cruz, was soll das, der amerikanische Traum? Das Mädchen aus der kleinen Stadt findet in Hollywood Ruhm und Anerkennung. Ja, ich kenne dieses Klischee, aber die Wirklichkeit ist anders. In Wirklichkeit ist man meistens frustriert. Man fliegt von Hollywood nach New York, immer bemüht, im Geschäft zu bleiben und ja, die richtigen Leute zu treffen. Und die ganze Zeit hat man das Gefühl, dass das, was wirklich wichtig ist, sich eigentlich ganz woanders abspielt. Nämlich da, wo man zu Hause war. Du hast mal einen Freund erwähnt, Tori. Du meinst Martin? Ja. Habt ihr zusammen gelebt? Ja, ich fürchte nur, am besten verstehen wir uns, wenn einer von uns verreist ist. Ist er auch Schauspieler? Oh nein. Tennisspieler. Martin Ellis. Martin, ich weiß, wen du meinst, Tori. Er ist gut, sehr gut. Oh ja, er ist wirklich gut. Er gewinnt meistens. Ich hoffe, du bist glücklich mit ihm. Auf jeden Fall ist er nicht eifersüchtig auf meine Karriere, wie meine Freunde vor Martin, die auch Schauspieler waren. Aber als wir beide in eine Wohnung zogen, da fing er auch an, eifersüchtig zu werden. Ich musste ihm über jede Minute Rechenschaft ablegen. Wenn er auswärtige Turniere hatte, rief er jeden Abend gegen 9 Uhr an. Und dann gab es ein Donnerwetter, wenn ich nicht zu Hause war. Das war ganz schön anstrengend. Das kann ich mir gut vorstellen. Das war sehr gut. Und einer der Gründe, weshalb ich dann auf Tournee gegangen bin, war auch meine Absicht, mich von ihm zu trennen, möglichst schmerzlos. Ich dachte mir, so geht es am einfachsten, verstehst du? So,
So, das war die Geschichte von Tori und Hollywood. Tja. Du warst doch auch eine Zeit lang weg, oder? Ja, ich war ein bisschen auf Achse. Weißt du, was so anfällt. Deine Arbeit für die Regierung? Ja. Ja, richtig. Dieser Regierungsjob, über den ich mich nicht äußern darf. Naja, wer will das auch hören? War es denn aufregend? Vielleicht war ich genauso wie du auf der Suche nach etwas. Und vielleicht hatte ich Glück, denn ich fand ihn. Ihr habt euch nicht getrennt. Das würde ich nicht sagen. Aber ihr habt. Wir hatten einen Streit, nicht mehr, Tori. Und, naja, wir beide wissen, dass wir uns lieben. Schön für dich. Und schön für Eden. Was soll ich sagen? Ich hoffe, dass du auch glücklich wirst. Und das wirst du auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Orient Express, was kann ich für Sie tun? Wer spricht da bitte? Das Krankenhaus? Einen Moment. Ist Inspektor Castillo noch da? Nein. Vielen Dank. Und er kommt auch nicht wieder. Es tut mir leid, er ist gerade weg. Du willst nicht deine Mutter, Lilly. Du willst nur an mein Geld. Du wusstest, dass ich bald C.C. Campbell heirate, also wolltest du auch dein Geschäft machen. Ich bin zwar deine Tochter, aber ich bin anders als du. Ich bin nicht der Typ, der jemanden erpresst und ich bin auch nicht der Typ, der sein Kind verschachert. Du weißt nicht das Geringste über mich, Lilly. Mein Kind ist damals gestorben. Und jetzt habe ich Brandon. Ich konnte ihn adoptieren. Ich liebe meinen Sohn über alles. Ich würde jeden umbringen, der ihm etwas antun will. Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich notfalls auf der ganzen Welt nach ihr suchen, wenn ich wüsste, dass sie noch lebendig wäre. Ich habe Beweise. Zeig her. Mein Führerschein. Hier, der Geburtstag. Sieh doch selbst, wenn du mir nicht glaubst. Das kann ebenso ein Zufall sein. Oder Mason hat ihn gefälscht. Hier ist deine fast vollständige Lebensgeschichte. Sie fängt an bei der Heirat mit Stockman DeMott. Ich fürchte, das kenne ich bereits, Lilly. Schon vergessen, weißt du nicht mehr? Und sagtest du nicht, dass du das von Mason gekriegt hättest? Das war gelogen. Meine Mutter, die Frau, an die du mich verkauft hast, hat es mir gegeben. Ach, Lilly. Lilly Light, die Führerin der Bedrängten und der Verlassenen. Sie hat uns von Anfang an schamlos belogen, aber heute auf einmal, da sagt sie uns angeblich die Wahrheit. Und was passiert morgen, Lilly? Ich habe noch mehr Beweise. Ich verfüge über Papiere, die nachweisen, dass meine Tochter tot ist. Und das Beste wird sein, dass ich sie dir zeige, dann wirst du endlich Ruhe geben. Na los, Gina. Ich bin gleich zurück, Lilly. Und wieso rufst du nicht Mason an? Und was weiß ich, wem du noch diesen Unsinn erzählt hast, dann können sie alle erfahren, dass du gelogen hast. Und damit du es weißt, ich werde eine einstweilige Verfügung gegen dich erwirken. Du bist eine Betrügerin, aber diesmal bist du zu weit gegangen, das wirst du sehen. Ich bedauere deine Mutter. Ich bedauere jeden Menschen, der mit dir irgendetwas zu tun hatte. Sie hatten großes Glück. Wenn sie schneller gefahren wären, hätten sie sich gefährlich verletzen können. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Wissen Sie, ob Cruz Castillo schon benachrichtigt worden ist? Ja, die Schwester hat versucht, ihn anzurufen, aber sie hat ihn nicht erreicht. Aber ihren Vater hat sie erreicht und der ist auf dem Weg. Könnten Sie meinen Vater nochmal anrufen und ihn bitten, nicht zu kommen? Ich meine, es ist doch alles gut gegangen, oder? Nun, ich bin da nicht ganz Ihrer Meinung, aber wenn Sie darauf bestehen, sagen Sie, wie fühlen Sie sich denn jetzt, Eden? Ach, nun, eigentlich nur noch ein wenig schwindelig. Nun, vielleicht legen Sie sich noch etwas hin. Wenigstens so lange, bis Ihr Vater hier ist und Sie nach Hause fahren kann. Aber versuchen Sie auf jeden Fall, Cruz Castillo anzurufen. Sie können sich darauf verlassen. Verdammt, wo bist du nur, Cruz? Eden? Thank you.
leider im Moment nicht anwesend. Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen wollen, dann sprechen Sie nach dem Pfeifton. Leider meldet sich nur der Anrufbeantworter. Soll ich eine Nachricht hinterlassen? Nein, nein, das will ich nicht. Stellvertretender Staatsanwalt. Wow. Hört sich vielversprechend an, was? Nun ja, ich bin nicht sicher, wie ich mich verhalten soll. Nun, gesetzt den Fall, du akzeptierst die Offerte von Mason. Dann wird es für dich unmöglich sein, mich gegen CC vor Gericht zu vertreten, oder? Was soll das heißen? Du weißt doch, er will mich verklagen, wenn wir die Ausgrabungen fortsetzen. Das wird er nicht machen, Lionel. Er weiß doch, dass er keine Chance hat. Du kennst CC nicht. Hör zu, falls es dazu kommen sollte. Also auch dann, wenn ich diesen Job akzeptieren sollte. Auf mich kannst du dich verlassen. Weißt du was? Mason ist nicht der Einzige, der für dich etwas hat. Du wirst erstaunt sein, Julia. Aber das hier brachte der Postbote, als du im Gericht warst. Irgendwann verdrängt jede Frau am liebsten ihr Geburtsdatum. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich hoffe, mein kleines Geschenk macht dir Freude. Und wenn du es jetzt auspackst, dann sind meine Gedanken bei dir. Ich liebe dich und ich vermisse dich. Das ist wirklich rührend von Augusta. Tja, wenn mich dieser Dinosaurier nicht so in Atem gehalten hätte, dann hätte ich dir auch ein Geschenk besorgt, aber zufällig haben wir etwas Champagner. Und Caroline hat ein paar Häppchen organisiert. Mademoiselle, erweisen Sie mir die Ehre und das Vergnügen, auf unserer Party Ihr Kavalier zu sein. Du bist wirklich reizend. Herzlichen Glückwunsch, Julia. Ich danke dir, Leine. Dann hole ich jetzt Caroline und Jane. Nein, das kann doch nicht sein. Ist das die Art, wie man seinen geliebten Bruder begrüßt? Nein, nur ist Daddy schon auf dem Weg hierher. Ich hatte nicht die Absicht, euch alle aus dem Schlaf zu reißen. Wirklich. Ich sehe schon, du willst deine Ruhe haben. Vielleicht kann ich trotzdem etwas für dich tun, Eden. Danke, mir geht es gut, Mason. Was ist passiert? Ich saß in meinem Auto und dann war dieser Zaun da. Es ging alles so schrecklich schnell. Die Schwester sagte, dass du gegen einen Zaun auf der anderen Seite des Flughafens gefahren bist. Ja, vielleicht, das könnte sein. Es war doch nicht derselbe Zaun, gegen den dein Freund Cruz damals gerast ist, nachdem ihm Tori den Laufpass gegeben hatte. Das weiß ich doch nicht. Ich glaube, dass das mehr eine symbolische Geste war und dass du etwas damit bezweckst. Also gut, Cruz und ich hatten einen Streit, Mason. Und ich war unbeherrscht. Und du dachtest, wenn du im Krankenhaus bist, dann kommt er angerannt, hm? So war das nicht geplant. Und jetzt wartest du auf ihn. Soll ich ihn anrufen und ihm sagen, dass du schwer verletzt bist? Die Schwester hat es gerade versucht, er ist nicht da. Ich verstehe. Und wenn du es nicht bald schaffst, ihn zu benachrichtigen, dann ist alles für die Katz gewesen. Ich denke, das spielt keine Rolle mehr. Eden, du siehst alles zu schwarz. Cruz kommt schon. Nein, das wird er nicht. Ich fürchte, es ist endgültig aus zwischen uns. Vielleicht wird er sogar meinetwegen eingesperrt. Vertrau mir, sicher nicht. Wenn ich nur wüsste, was er jetzt macht. Darling? Ich sah dich durchs Fenster. Ich hielt dich für Eden. Weißt du, wo sie ist? Was tust du hier mitten in der Nacht? Oh, ich war nur ein wenig spazieren. Nein, das ist nicht wahr. Ich wollte dich sehen. Ich bin dir vom Orient Express hierher gefolgt. Ich hatte eigentlich vor, an die Tür zu klopfen, aber dann dachte ich, das wäre vielleicht ein wenig indiskret. Also bin ich hinter das Haus gegangen, in der Hoffnung, dass du irgendwann hier auftauchst. Aha. Was willst du von mir?
Ich wollte es nicht wahrhaben, aber Eden hat recht. Ich suche wirklich nach Vorwänden, dich zu sehen. Und jetzt, wo alles geklärt ist, da fallen leider alle Vorwände weg. Das ist so. Nun, ich werde jetzt wieder ins Haus gehen, Tori. Warte bitte noch einen Moment, ja? Hör zu, ich habe einen Fehler gemacht, was Katie anging. Gar keine Frage. Weil ich nicht so genau wusste, was ich wollte. Aber nun ist das völlig anders. Ich kann dir jetzt genau sagen, was ich will. Eine Stimme sagt mir, dass du vielleicht einen Freund brauchst, falls dein Verhältnis zu Eden zerbricht. Und ich hoffe, du weißt, dass ich für dich da bin. Dann sage ich dir nochmal, wir werden uns nicht trennen. Ja, ich weiß, das hast du mir gesagt. Eigentlich wollte ich dich noch bitten, möglichst verständnisvoll zu Eden zu sein, wenn du sie triffst, okay? Ich fürchte, sie hatte recht. Edens Eifersucht war teilweise berechtigt. Vieles, was Eden vermutet hat, das war auch so. Weißt du, ich will dich nicht mit großen Geständnissen langweilen, aber ich denke, du kennst mich gut genug und weißt, was ich sagen will. Ich sagte dir, dass ich trotz aller Erfolge etwas vermisste und dass ich nie wusste, was es war. Das war gelogen. Ich wusste, was ich vermisste. Manchmal am Strand von Los Angeles, wenn die Sonne anfängt unterzugehen, dann fällt mir oft ein, wie es damals war, Cruz. Dann steige ich in mein Auto und lande immer da, wo ich beobachten kann, wie Flugzeuge abheben, landen und wieder losfliegen. Ich könnte dann stundenlang zusehen, weißt du, und nachdenken und mich erinnern. Weißt du was? Es hat keinen Sinn, die Vergangenheit zu beschwören. Es wird doch nie wieder so wie damals. Auch wenn Eden mich verlassen sollte. Ich fürchte, dass ich dir glauben muss. Abgesehen davon würdest du mir ohnehin nicht vertrauen. Es steht einfach zu viel zwischen uns, oder? So ist es doch. Und wenn wir den Versuch machen würden, wäre das Resultat wahrscheinlich eine Enttäuschung. Das sollten wir uns ersparen, nicht wahr? Vielleicht ist es gut, dass es aus ist, oder? Für dich und für mich. Was tust du da? Es hat doch keinen Sinn, noch länger zu warten. Ich gehe jetzt. Ach, Eden, jetzt bist du schon mal hier. Und ich finde wirklich, du solltest diese Komödie ruhig bis zu Ende spielen. Weißt du, ich fürchte, diese ganze Aktion war nichts weiter als eine Pleite. Eden, vielleicht solltest du Cruz einfach vertrauen und nicht dauernd von ihm verlangen, dass er dich permanent umwirbt und wer weiß, was für dich anstellt. Aber Victoria hat er mehr umworben, nicht? Sieh dir doch nur Romeo und Julia an. Ich bin der Meinung, dass die zwei einfach zu hysterisch waren. Mason, ich sagte Daddy, dass Cruz kommen und mich abholen würde. Sag ihm bitte nichts anderes, ja? Soll ich dich vielleicht irgendwo absetzen? Nein, ich fahre jetzt zum Orient Express. Ich will ein bisschen allein sein. Ich sollte mich vielleicht schon daran gewöhnen. Na wunderbar. Immer optimistisch. Hör zu, falls du vorhast, eine Orgie des Selbstmitleids zu veranstalten, ich kenne eine Menge Typen, die da gerne mitmachen würden. Für dich ist alles ein Witz, oder? Nein, ganz und gar nicht, Eden. Ich will damit nur sagen, dass du dich in Cruz getäuscht hast. Und falls du Angst vorm Alleinsein hast, ich werde immer für dich da sein. Es ist mir wirklich peinlich, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir uns schon mal gesehen haben. Aber ich bitte Sie, es war auch wirklich nur einmal. Ich war in einer Anwaltsfirma tätig. Und wir gingen offenbar zu denselben Partys. Ich weiß noch, der Mann in Ihrer Begleitung war irgendein Politiker, ein Republikaner. Ach, der. Ja, unsere beiden Begleiter waren echte Kavaliere. Die beiden haben den ganzen Abend aufeinander eingeredet. Richtig. Ich wäre fast eingeschlafen, aber Sie erschienen mir sehr wach. Genau, allerdings war es auch bald aus zwischen dieser Gestalt und mir. War Ihr Begleiter an diesem Abend Ihr Ehemann? Nein. Und Ihre? Nein. Mein Mann und ich wurden geschieden, als Jane noch sehr klein war. Haben Sie Kinder, Julia? Nein, leider nicht. Nun, als ich jünger war, da wollte ich keine Kinder, solange ich noch studierte. Und später hatte ich die Praxis. Das war ein Fehler. Ich habe immer gesagt, vielleicht nächstes Jahr. Doch es kam immer etwas dazwischen. Sie waren nie verheiratet? Nein. Tatsächlich? Nein, das hat irgendwie nie geklappt.
Aber ich meine, das verstehe ich nicht. Eine Frau, die so aussieht wie Sie, die Erfolg hat, ich meine... Also, wie indiskret von mir. Also, ich weiß nicht, wieso das so ist. Nach zwei Gläsern Champagner fange ich sofort an, peinliche und indiskrete Fragen zu stellen. Nein, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Wissen Sie, ich habe absolut nichts gegen die Ehe. Es ist nur leider so, dass ich auf diesem Feld nicht sehr erfolgreich gewesen bin. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Wir alle suchen nach dem Mann, der den Boden unter unseren Füßen küsst, nicht wahr? Vielleicht gibt es den nur in unserer Einbildung. Es gibt ihn. Wir sollten nicht aufgeben. Nun, mögen Sie recht damit haben. Also Ihre Mutter scheint sich ja glänzend zu amüsieren. Sie hatte nie Schwierigkeiten damit, sich glänzend zu amüsieren. Lionel, hör zu, ich muss morgen früh aus den Federn. Ich werde jetzt aufbrechen. Oh, schon? Hab tausend Dank, das war wirklich lieb von dir. Ich bring dich noch zum Auto. Ja, gute gern. Nacht, Julia. Oh, danke, Jane. Gute Nacht. Ach, Caroline, unsere Unterhaltung war sehr anregend. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, das hoffe ich auch, Julia. Und nochmals herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja. Ich war heute einkaufen, Jane, und ich dachte, vielleicht gefällt dir das hier. Du sollst mir doch nichts kaufen. Das wäre ja was für Roxanne. Wer ist Roxanne? Eine nymphomanische Freundin von mir. Hör zu, wenn es dir nicht gefällt, dann tauschen wir es um. Sag ich, dass es mir nicht gefällt? Danke. Wirklich nett von dir. Hör zu, du hast mir deine College-Freundin nie vorgestellt. Werde ich Roxanne irgendwann sehen? Nein. Was ich bedauere. Denn eine Frau wie sie hättest du dir wahrscheinlich als Tochter gewünscht. Jane, du denkst doch nicht etwa, ich wäre unzufrieden mit meiner Tochter. Ich weiß doch, dass du es bist. Mason. Ah, der edle Ritter erscheint. Sie hätten früher kommen sollen, Cruz. Wo ist Eden? Wären Sie früher gekommen oder ans Telefon gegangen? Ich will wissen, wo Eden steckt. Ich fürchte, sie steckt in einem Dilemma. Wieso suchen Sie nicht auf einem Barhocker im Orient Express? Also ist sie okay, wenn sie gehen durfte? Ja, abgesehen von ein paar kleinen Beulen. Allerdings wurde ihr Auto stark beschädigt, Cruz. Ja, das haben die Kollegen auch gesagt. Am besten, ich fahre gleich zur Unfallstelle. Vielleicht fahren Sie jetzt lieber zu Eden, Cruz. Ich hatte den Eindruck, dass sie ziemlich verunsichert ist. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, ihr zu helfen. Ich wüsste nicht, wie. Ich meine, wenn ich etwas tun könnte, gerne. Aber sie will sich ja nicht helfen lassen. Ist das denn wirklich so wichtig? Wenn Menschen sich so verhalten wie Eden, dann heißt das, dass sie Hilfe brauchen. Und wenn ich Hilfe sage, Cruz, dann meine ich primär Sie damit. Ja, das verstehe ich schon. Was willst du damit beweisen? Kannst du nicht lesen, Lilly? Es ist der Totenschein. Ganz offiziell datiert und zugestellt. Mit wem bist du dafür ins Bett gestiegen, hä? Was willst du denn noch? Die Leiche ausgraben, vielleicht. Es gibt keine Leiche, ich stehe hier. Hör gut zu, Gina. Jedes Mal, wenn der Mann, an den du mich verkauft hast, mich verprügelt hat, wurde auch der Entschluss stärker, mich zu rächen. Und jetzt ist es soweit. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Weißt du, wie schwer ich es hatte? Ich war 13 Jahre alt, als ich mein Baby kriegte, Lilly. 13 Jahre alt! Vielleicht will ich das gar nicht wissen. Er hatte keine Ahnung, wie jung ich war. Wer? Der Mann. Oh, er war Kapitän des Fußballteams in der Oberschule. Wie war sein Name? Scardelli. Charlie Scardelli. Alle waren scharf auf ihn. Er hätte jede kriegen können, aber er wollte mich. Ausgerechnet mich. Ich sagte ihm, ich wäre alt genug. Ich war so furchtbar naiv. Ich war viel zu jung damals und ich dachte, bestimmt wird er mich auch heiraten. Und dann wurde ich schwanger. Was hat er gesagt? Ich war so dumm, dass ich dachte, er würde sich freuen. Aber er sagte, woher soll ich wissen, dass es mein Kind ist? Sein Vater schickte ihn ins Internat. Und als meine Mutter es erfuhr, rief sie die Schule an, erzählte dem Schulleiter, ich sei krank und sperrte mich in mein Zimmer. Wo wurde das Baby geboren? Zu Hause. In meinem Zimmer. Meine Mutter wollte es so. Es war so klein. So wunderschön. Und so krank. Ich war auch krank. Ich meine, ich war 13 Jahre alt und es war kein Arzt da, um mir zu helfen. Und dann hat meine Mutter das Baby weggebracht. Sie hat gesagt, es müsste ins Krankenhaus. Und sie würde es mir bestimmt zurückgeben.
müsste nur erst wieder gesund sein. Also lag ich in meinem Bett, hatte gefährlich hohes Fieber und machte Pläne für mich und Jacqueline. Ich fand ihn wunderbar, diesen Namen. Und ich strickte noch ein kleines Jäckchen für sie. Dieses Jäckchen nahm meine Mutter mit ins Krankenhaus, als sie Jacqueline besuchte. Ich wollte noch ein Monogramm draufsticken. Jacqueline Maria Blake. Aber daraus wurde nichts. Denn eines Tages kam meine Mutter aus dem Krankenhaus und sagte mir, dass mein Baby tot ist. Ich wollte sterben. Ich war so verzweifelt, ich wollte nicht länger leben. So war es. Jetzt weißt du alles. Der Totenschein ist echt. Wieso musstest du das alles wieder ans Licht zerren? Und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Nein, ich will dir erst noch etwas zeigen. Schau her. Da ist er ja. Der große Cruz Castillo. Geht es dir gut? Ah, natürlich. Machst du dir etwa meinetwegen Sorgen, Cruz? Vielleicht könntest du mir antworten. Geht es dir gut? Mir geht es gut. Denk bloß nicht, ich wollte dich mit meinem Unfall von wichtigeren Dingen ablenken oder von wichtigeren Personen. Was wolltest du für einen am Flughafen? Diese Frage habe ich schon im Krankenhaus beantwortet, aber du hast es ja nicht für nötig gehalten, mich zu besuchen. Ich habe also wieder versagt. Lass uns bitte nach Hause gehen, komm. Haben wir ein gemeinsames Zuhause? Okay. Wir haben uns ein paar unfreundliche Dinge gesagt, aber wir waren beide erregt und es war sicher nicht so gemeint. Es tut mir leid, aber ich sehe das ein bisschen anders als du, Bruce. Wenn ich denke, dass unser Verhältnis bedroht ist, dann fühle ich mich als Person bedroht und kann mich kaum noch kontrollieren. Warst du zu Hause? Ja. Wieso bist du nicht ans Telefon gegangen? Oder warst du nicht allein? Du kommst jetzt mit. Wohin? Du wirst sehen. Weißt du, ich hoffe, dass du hin und wieder so richtig ausgehst, wie ich früher. Und dass du dich richtig amüsierst. Danke für deine Fürsorge, Mutter. Also du rufst jetzt deine Freundin Roxanne an und dann geht ihr aus und tanzt irgendwo und vielleicht lernt ihr auch ein paar Jungs kennen. Das wäre doch was. Roxanne ist nicht meine Freundin, ich habe sie erfunden. Oh. Dann wirst du ihr auch nie das Kleid borgen können. Baby, wieso erfindest du Freundinnen für mich? Das war eine Erfindung für mich. Ich dachte, mit Jungen zu reden wäre einfacher so. Ich hoffte, ich hätte weniger Hemmungen dabei, wenn niemand meinen Namen kennt. Verstehst du mich? Ja, Jane, dein Name geht nur dich was an. Genau. Also, ich finde, das ist eine raffinierte Idee, wirklich, Jane. Das freut mich. Roxanne war sehr interessiert an deinen Make-up-Tipps. Ach, ich weiß nicht. Ich finde, Ratschläge von Müttern sollten vielleicht am besten ignoriert werden. Und wahrscheinlich hast du irgendwelche Ratschläge auch gar nicht nötig. Ich mach auf. Oh, Mr. Capwell, ich bin ja so froh, dass Ihre Meinung über unsere Ausgrabung geändert hat. Ich habe meine Meinung keineswegs geändert. Das Gericht hat mich überzeugt. Und für das Gericht ist das, was Lionel vorhat, offenbar legal. Sagen Sie ihm aber trotzdem, dass er sich bloß nicht einbilden soll, die Sache wäre schon gelaufen. Noch kann ich in Revision gehen. Vielleicht wollen Sie ihm das selber sagen. Nein, lieber nicht. Sie scheinen nicht allein zu sein. Das ist meine Mutter, Caroline Wilson. Mutter, hier ist Cissy Capwell. Ich hoffe nur, ich habe Sie nicht gestört. Keineswegs. Lilly, ich habe jetzt wirklich keine Lust, noch mehr von deinen Zeitungsausschnitten zu bewundern. Das sind keine Zeitungsausschnitte, Gina. Das sind Sachen, die mir meine Stiefmutter mitgegeben hat. Das war sehr großzügig von ihr. Kurz vor ihrem Tod hat sie mir noch gesagt, was für eine Belastung ich immer für sie war. Und dass ich diese $500 nie wert gewesen bin. Und dann bekam ich noch dieses Paket von ihr. Sie wollte mir damit zeigen, dass auch meine echte Mutter mich nie geliebt hat. Das sind doch alles nur Sprüche. Ich will Beweise. Na gut. Hier die Klapper, die ich hatte, als ich verkauft wurde. Und hier das Band mit der Krankenhausnummer. Lilly, du bildest dir doch nicht etwa ein, dass ich dir das glaube. Und hier ist noch etwas, meine Decke. Na gut, du hast eine Klapper, du hast eine Decke und alles gehörte einem Baby namens Lilly Light. Na schön, das kann ja alles sein, aber das beweist rein gar nichts, nicht das Geringste. Ich ertrage das alles nicht mehr.
Gina, du sagtest doch, du hättest etwas gestrickt, nicht wahr? Dies hier habe ich angehabt, als ich verkauft wurde. Oh Gott, mein Baby. Das ist das Jäckchen meines Babys. Ich will wissen, warum du so etwas Verrücktes getan hast. Eden, du hättest tot sein können. Ich will das nicht sehen. Dann sag bitte, was wolltest du beweisen? Ich weiß nicht. Na los, sag es mir. Vielleicht war es ein Versuch, dir zu zeigen, dass ich dich ebenso liebe wie du, Victoria. Baby, so will ich aber nicht von dir geliebt werden. Baby, Tori und ich, das war gar nichts. Ganz ehrlich, du bist mein ganzes Leben. Du weißt, was ich meine. Ich liebe dich und keine andere. Wie kann ich sicher sein, dass du mich liebst? Was soll denn das? Ich meine, wie kannst du denn daran noch zweifeln? Weißt du denn nicht, dass ich dich über alles liebe? Entschuldige. Ich muss mich auch entschuldigen. Ich habe dir furchtbare Dinge gesagt und ich wollte das nicht. Das war mein Fehler. Ich war diejenige, die aus lauter Eifersucht. Was hast du? Du riechst nach Victoria's Parfum. Was? Als ich hier war und anschließend im Krankenhaus, wo bist du da gewesen, Kuss?